banal gesagt, jeden Tag entstehen Krebszellen in unserem Körper. Eine normale Brustdrüsenzelle verändert plötzlich ihre Eigenschaft und vermehrt sich ungehemmt im Körper. Ist eigentlich auch dann als Fremdkörper anzusehen. Der Körper schafft, diese Krebszelle durch die Immunzellen zu vernichten. Das ist ja eine gute Eigenschaft, sonst würden wir, alle Menschen würden ja an Krebs leiden. Die Immunabwehr ist dazu also in der Lage. Manchmal eben schaffen es Krebszellen, die auch sehr listig sein können, diese Immunabwehr zu überwinden. Medikamente sind auf dem Markt sehr gut erprobt, die eben diese Immunabwehr des Körpers wieder aktivieren, sodass der Körper durch die eigene Kraft die Krebszelle besiegen kann. So eine sogenannte Immuntherapie. Die Betreuung der Patientin, die seelische Betreuung, insbesondere einer Patientin, die sehr viele Ängste hat, verständlicherweise sehr viele Ängste hat, steht eigentlich an erster Stelle der Behandlung. Die fachliche Behandlung, die halte ich für selbstverständlich. Das ist ein Muss. Man kann der Frau nicht die Angst einfach wegnehmen. Das ist illusorisch. Man kann ihr Möglichkeiten anbieten, auch zum Beispiel Psychologinnen im Haus. Ich denke aber, man muss wirklich diese existenzielle Situation, in der die Frau erstmal für sich alleine steckt, ernst nehmen und durch eine wirklich empathische Kommunikation ihr schon mal einen Weg zeigen, mit dieser Erkrankung am Anfang klarzukommen.